So, mal ganz kurz nachgeguckt. Fang vom Block. Es ist halt wirklich nur. Hättest du eine Sekunde länger gewartet, hättest du das Ding gehabt. So, jetzt kannst du es craften. Ich wollte dir nämlich alle schon mal dafür vorbereiten. Jetzt brauche ich. Der soll ja sicher sein. Das darf kein Dach oben drüber sein. Ich weiß, der kommt von oben runter geplumpst. Hier. Batsch! Beth L.A. Dealer, okay. Da kann der Melvin hier Bäume holen kommen. Und da bekommst du auch die ganzen Dingsbäume raus. Von Natura. Und nee, Pams. Genau. Aber ja. Nur die Pams Bäume. Normalerweise kannst du dir auch die Bäume über den Pams Markt kaufen. Aber da kosten sie ja halt, glaub, Emeralds. Mana-Stil auch angefangen. Und dieses grüne Zeug hier. Wo war das? Hier hinten. Ja, was hier? Genau. Ich weiß gar nicht, ob es für das Pinke auch was gibt. Ich glaube nicht. Element. Ach doch, ich den müsste eigentlich geben. Nee. Jetzt habe ich vergessen, in welcher Aufnahme ich gerade bin. Läuft. Läuft bei mir. Eisdrachenei, Forestdrachenei, Feuerdrachenei. Okay. Die kriegt man aus dem Nether. Dragon Mount. Aus dem Nether. Soweit ich weiß. Ach, aus dem End. Soweit ich weiß. Ja. Was? Da gucken wir nochmal bei Roots rein. Müssen wir was in der Folge noch machen hier? Roots ist gar nicht so umständlich. Was? Ich hatte gesagt, 96 Folgen habe ich schon fertig. 700, das ist die 98. Ja, 2 Folgen können wir dann Gaia machen. Für was ist Roots eigentlich gut? Keine Ahnung, ich habe es noch nie gemacht. Ich habe halt schon was mir von Roots hergestellt. Aber. Ich hole mir jetzt erstmal ein Runic Tablet, dass ich mal weiß, so was. Den Mortar hab ich. Den Essence Breezer hab ich. Und den Altar hab ich eigentlich. Nee, den hab ich noch nicht. Hunger-Talisman, okay. Kann man nicht craften. Die Rüstungen kann man auch nicht craften. Healing Poultice. Runing Tablet. Du meinst die Defender Armor? Ja, und die andere auch. Ja, der will wieder einen gechiselten Stein haben, ey. Ja, weil das eine Dings. So gesehen Infusion Crafting ist. Gesundheit. Es ist so wie Formcraft mit dem Crafting-Ding da. Das mit Schüssel und ich brauche einen gebrannten Stein.
dein, oder? Was war, ach, das wollte ich jetzt herstellen. Nee, Stonebrick. Da habe ich doch noch welche. Ach, im Nether sind ein paar Chance Cubes aufgebaut. Die sind alle unter minus 20. Also, wenn du Langeweile hast, kannst du öffnen gehen. Nee. Ich spiel grad Roots. Wo war mein Stein? Ich hatte doch nur. Da sind sie doch, drei Steine davon. So, den da rein, das raus. Das da, so Mana-Tablet, Rune-Tablet, das haben wir jetzt schon mal. Okay, das sieht irgendwie nice aus. Rune-Pages, achso, das Rune-Tablet. Rar-Material. Okay, Groove Powder, Rooty Stew und das Healing Teil. Ich hatte mir auf jeden Fall schon was gemacht, den in, boah, nee, da ist er, der Incense, und dann hatte ich noch was, das war der Altar, glaube ich. Aber ich finde den nicht mehr. Ach nee, der im Booster war das. Da. Ich weiß halt partout nicht, für was das alles gut ist. Das eine ist ein Lagerfeuer, das andere ist ein Kochkessel. Und den Casting-Altar, da brauche ich das Verdi Springs. Verdi Springs krieg ich nirgendwo her. Doch, abbauen von Pflanzen, also fertig ausgewachsene Pflanzen. Ne, da krieg ich die Old Roots her. Aber die Verdant. Nein, das ist bei Gras. Die Old Roots ist Gras. Und Verdant sind Blumen. Warte. Ich kann auch hier in mein komisches Rune-Tablet reingucken. Raw Materials. Weapon Spring ist Drop 3, 1 zu 30 Chance bei Harvesting Full Grown Crops. Also Pflanzen, voll ausgewachsene Pflanzen abernten. So. Brauche ich dazu irgendeinen Gegenstand? Barkkneif. Nee, du brauchst einfach nur voll ausgewachsene Pflanzen, musst du abernten. Ich habe ein Barkkneif. Aber warte mal, ja. Dann darf ich ja keinen Rechtsklick machen. Ich muss ja dann richtig abernten mit Linksklick. Sicher? Weil ich bei Rechtsklick noch nie was rausgekriegt habe. Ja, und da habe ich's. Eins. Jo, das ist wirklich mit Linksklick abernten. Läuft. Wachset meine Pflanzen. Ich brauche eine Chest. Oh Gott. Da kann ich das Roots-Zeug reinmachen. Dann machen wir das Roots-Zeug hier drüben hin. So. So.
Da. Und da. Da kommt die Kiste hin und das Knife, das und das rein. Das da rein. Mein Ring of Groot ist hier unten. Melvin wollte eigentlich auch dazu kommen, aber ich denke mal, der wird so 21:30 kommen und für eine Dreiviertelstunde wieder dabei sein. Mhm. Was merkwürdig ist, der hat sich nämlich richtig auf das Projekt eigentlich gefreut. Und lol. Casting, Alter. Ich hab auch gleich einen, wenn ich hier mal fertig kriege, meine Pflanzen. Und der braucht eine freie Fläche, eine größere. Ich hab mir schon eins von meinen vier Feldern, jetzt für Roots vorreserviert. Eine 9x9 Fläche mindestens. Ja, den Platz hab ich. Ich muss halt auch aufpassen, wenn ich nämlich eine Nachricht kriege von meiner Ex, muss ich auf jeden Fall die Aufnahme unterbrechen. Weil ich weiß nicht, wann die nach Hause kommen. Hoffentlich kriegst du die Nachricht nicht im Gaia-Fight. Das wäre dann scheiße. Aber ändern kann ich es dann auch nicht, weil ich bin froh, dass ich heute mal den ganzen Tag frei hatte. Und das habe ich halt auch mal richtig genossen. So, das lassen wir vorsichtshalber drinnen. Und da haben wir das zweite Teil. Jetzt kann ich mir auch den Altar machen. Hä? Ach, bin ich bescheuert? Ich hab das eh in die Kiste hier geschmissen. Boah, ey, wie bescheuert bin ich eigentlich? So, ich brauche einen Glowstone-Block. Ne, einen Goldblock. Und ein Blümchen, was ich das letzte Mal vercraftet habe. Ja. Da haben wir sogar zwei davon. Und der Alter. Was hast du gesagt? 9x9 braucht er. Ja. Ich kann nicht drauf zugreifen. Das ist, was ich gerade hier so gelesen habe beim Überfliegen. Ich guck gleich nochmal genau nach. No valid ritual found. Achso, da musst du auch schon das Ritual darauf legen. Ja, die Rituale sind bis zu 9x9 groß. Achso. Ja, dann steht jetzt hier in der Mitte von dem Feld. Oh Gottchen. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Ich muss es auch wegen der Aufnahmen sagen. Sicher ist sicher. Das. So, hier kommen die Möhrchen.
das hier alles rein. Der Ring muss wieder geladen. Es ist so schön und praktisch, der Ring of Growth auch ist, aber der geht zu schnell leer. Bei mir gar nicht, der geht gar nicht leer bei mir. Ja, weil ja bei dir gleichzeitig wieder aufgeladen wird. Mhm. Bei mir noch nicht. Mit Draconic fange ich auch demnächst mal an. Es liegt bei mir nicht an Draconic. Es liegt an meinem Jetpack. Okay. So, da gucken wir bei den Achievements Roots. Stimmt, das ist auch eine Möglichkeit, wie man das angehen kann. Alle, bei Botania muss ich auch noch ein bisschen was machen. Ich muss noch eine N-Essenz wie. Ach, leg mich doch am Hintern. Ein Mana-Keks, irgend so ein Ring. Das Mana-Blaster. Ich muss noch. Ach du Scheiße. Jeder Achievement-Jäger, der wird sich an den Kopf fassen und denken: Gott, die Hälfte davon hast du schon gemacht und das ist, hast du nur in der falschen Reihenfolge. Chance Cubes hab ich. Iron Back. Alles klar. Iron Back. Dich. Das ist immer noch die vom letzten Mal. Ich will einfach nicht abhauen. Und anscheinend ist es eine göttliche Fliege, weil sie jedes Mal, wenn ich sie töte, wiederbelebt wird. So, Pedal das. Wo kriege ich das her? Groove Powder. Nein, das war's nicht. Hä? Oh lol, du musst hier was machen, was du gar nicht machst. Oh cool. Ja. Du musst hier auf jeden Fall was machen, was du nicht machen kannst. Und zwar dieses Pedal Dust. Gibt's kein Rezept? Oder, ich guck grad schon nach. Oder muss ich das in dem Mortar und Pestel machen? Healing? Nein. Der Mortar. Ne, du musst doch erstmal ein Pestel machen. Hab ich ja schon. Mortar. Hast du auch? Mortar und Pestel hab ich. Beide? Ja. Also auch die von Root? Ja. Den schwarzen, okay. Den weißen Pestel und den schwarzen Mortar. Na, warte kurz. Jetzt habe ich auch beides. Jetzt kann ich nicht wieder reingucken. Warum geht hier nichts mehr rein bei mir? Ach, stimmt. Ja, gut. Ich hab das ja rausgeschrieben. Je nachdem, welche Blume du benutzt, kriegst du anderen Dust raus. Oh, what? Okay. Das ist ein kompliziertes Ding. Eine Blume. Ich hab ja. Und du brauchst noch extra Sachen. Inwiefern? Ich muss mal kurz gucken, welche Blumen ich habe. Kann man irgendwie nach gezielt nach Blumen gucken? Nee, ich glaube nie. Ja, super. Habe ich überhaupt irgendwo eine Blume? Nee, ich habe gar keine Blume. Ach, Mist. Bone Meal. Da wird der Oma Zeit und damit beende ich erstmal die Folge.